Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Höhn, das mögen ja viele subjektiv so empfinden und wahrnehmen von den verschiedenen Gruppen in der DDR, die in einem sogenannten Zusatzversorgungssystem waren. Rechtsansprüche in dem Sinne, wie Sie suggerieren, bestehen gleichwohl nicht. Und das liegt an der Art und Weise, wie eben die Vereinigung vollzogen worden ist. Es war eben, und das bedauern wir sehr, wir wollten eine neue Verfassung, es war eben ein Beitritt. Es war ein Beitritt, das heißt, die DDR hat aufgehört zu existieren und mit ihr sämtliche rentenrechtlichen und anderen Gesetze eben auch. So. Das heißt aber natürlich nicht, das will ich auch mal klarstellen, damit das niemand in den falschen Hals kriegt, dass wir bei bestimmten Gruppen innerhalb dieser Zusatzversorgungssysteme trotzdem eine politische Entscheidung treffen können und auch sollten, wo es besondere Härten gibt. Und meine Fraktion halt ebenfalls, zum Beispiel im Fall der Balletttänzerinnen, bei den besonders schlimm betroffenen Arbeitern in der Braunkohleveredelung und auch bei anderen Gruppen, Krankenschwestern, den in der DDR geschiedenen Frauen, hat für all diese Gruppen, wo begründbare, sozusagen politisch begründbare Ansprüche sind, haben wir auch Anträge gestellt. Das nur mal zur systematischen Klarstellung, weil Sie immer wieder den Eindruck zu erwecken versuchen, es seien Menschen betrogen worden oder, wie Sie selber in Ihrem Antrag schreiben, gedemütigt worden. Das ist definitiv falsch. Herr Kurt, und erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Lütsch? Ja, aber gerne. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen oder die Bemerkung. Also, wenn ich mich recht entsinne, war ja der Artikel nach Beitritt, Beitritt nach Artikel 23 so rum, etwas, was viele scharf kritisiert haben. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie gerade beschrieben haben, dass dadurch eben für viele Menschen nicht die Rechte gewährleistet wurden. Helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge. Wenn ich mich recht entsinne, waren zumindest auch große Teile Ihrer politischen Formation, zumindest die damals im Gebiet der DDR, dafür, dass eben kein Beitritt erfolgt. Es gab ja die Demonstrationen, kein Anschluss unter dieser Nummer, sondern dass nach Artikel 146 der gerechtere Weg einer Zusammenführung gefolgt. Und darum frage ich Sie, warum verteidigen Sie jetzt den Beitritt nach Artikel 23, wenn es doch eine viel bessere und gerechtere Lösung gegeben hätte? Ich glaube, Frau Lütsch, da ist ein gewisses Missverständnis insofern, als dass ich den Beitritt nach Artikel 23 nicht verteidigt habe, sondern nur erklärt habe, dass es sich so vollzogen hat, mit eben diesen weitreichenden Folgen, dass dadurch das DDR-Rentenrecht quasi ausradiert worden ist, wie viele andere rechtliche Vorschriften im Übrigen auch. Meine Partei, da erinnere ich mich noch ganz genau, die damals westdeutschen Grünen haben sich, bitte Frau Lütsch, meine Partei, die damals westdeutschen Grünen, haben sich für eine neue Verfassung, neue Verfassung, ich glaube, es ist Artikel 146, Frau Präsidentin, also Grundgesetz, 146 stimmt, dafür entschieden. Und auch Bündnis 90, der andere Teil unserer Partei, mit dem wir ja zusammengewachsen sind, wollte eine neue Verfassung. Und der Beitritt nach Artikel 23 hat ja auch gerade Bündnis 90, die ostdeutschen Bündnis 90 Grünen, quasi untergepflügt. Ja, die ganze Bürgerrechtsbewegung ist ja gar nicht wirklich zum Zuge gekommen mit ihren Anliegen, weil eben auf den Montagsdemos plötzlich im Frühjahr der Slogan laut wurde, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern. Ich habe damals nämlich in Berlin gewohnt und mich in Ost wie in West auch bewegt. Und den ganzen Prozess habe ich aus nächster Nähe erfahren. Ich habe auch bei vielen dafür geworben, dass man sich Zeit lässt mit dem Ganzen, dass man die Wirtschafts- und Währungsunion nicht übers Knie bricht, nicht eins zu eins. Und auch die Treuhand habe ich von Anfang an absolut kritisch gesehen. Es hätte natürlich vieles anderes besser laufen können. Jetzt kommen wir wieder zur Rente. Ja. Mir war es nur wichtig zu erklären, die historische Wahrheit noch mal gerade zu ziehen. Und wo wir einmal bei der Vergangenheit sind. Herr Kollege Vogel hat ja ganz zu Recht den ökonomischen Ausgangspunkt noch mal benannt. Und da möchte ich zitieren, Christa Luft, das ist die letzte Wirtschaftsministerin der SED-geführten Regierung Modrow gewesen. Die hat letztes Jahr ein sehr interessantes Interview
gegeben und hat gesagt, dass die Überzentralisierung elend war. Sie spricht von Umweltsünden, Ersatzteilproblemen, nicht funktionierender Materialfluss. Sie sagt, dann kam 1972 diese elendigliche Enteignung der restlichen kleinen und mittelständischen privaten Unternehmen. Das hat viel Produktivität, Flexibilität und Motivation gekostet. So gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die dazu führten, dass die Produktivität immer weiter abfiel. Zitat Ende. Das hat Christa Luft gesagt. Und damit wird auch klar, dass wir es mit einem langgreifenden Strukturwandelprozess zu tun haben, so wie in Pirmasens, so wie im Saarland, wie im Ruhrgebiet, in Bremerhaven. Und das erklärt die Lohnungleichheit. Und sie war zu Anfang so krass, dass die Höherwertung durchaus berechtigt war. Aber jetzt sind wir 30 Jahre weiter. Innerhalb der früheren DDR, innerhalb der Länder, ist eine sehr differenzierte Landschaft. Wer das übrigens auch verstanden hat, ist Bodo Ramelow, der ja eine tolle rot-rot-grüne Regierung anführt. Er sagt, auch in einem Interview jetzt vor ein paar Wochen, ungleiche Lebensverhältnisse sind im Übrigen kein reines Ost-West-Problem, sondern ein Problem benachteiligter Regionen insgesamt. Die gibt es im Osten und im Westen. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen ist diese Höherwertung, wenn man die Rentenwerte Ost und West angeglichen hat, nicht mehr gerechtfertigt. Und ich finde, er gibt uns in dem Interview noch mal einen ganz interessanten Satz mit. Er sagt nämlich, Förderung darf keine Subvention des Abstands sein, sondern muss eine Investition in den Aufholprozess sein. Das heißt, es ist eine aktive, vorwärtsgerichtete Perspektive und Ihre Perspektive ist demgegenüber rückwärtsgerichtet. Und Sie versuchen mit einer Demütigungsrhetorik, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, versuchen Sie, hier Leute aufzuwiegeln. Anders kann man das kaum sehen. Und diese Rhetorik ist auch faktisch in der Tat falsch. Jedes Jahr fließen rund 30 Milliarden Euro zusätzlich an ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner über den Transfer von der westdeutschen in die ostdeutsche Rentenkasse. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Solidarleistung. Das ist seit vielen Jahren ist das so der Fall. Es ist auch gut und es ist okay. Das hört auch nicht auf, einfach weil die Ungleichheiten ja, auch wenn die Höherwertung nachher eines Tages nicht mehr da ist, sind ja immer noch Ungleichheiten ökonomischer Art und beim Beschäftigungsstand und so weiter da. So ist es ja nicht. Es ist nur so, finde ich, dass man das auch würdigen muss. Und mit Ihrer Demütigungsrhetorik, ziehen Sie diese Solidarleistung in den Dreck. Das finde ich nicht in Ordnung. Da steht, mir ruft gerade der Kollege Matthias Birkwald zu, es gäbe keine Demütigungsrhetorik. Dann lesen Sie mal Ihren eigenen Antrag. Da steht der Satz drin, diese Demütigung muss aufhören. Das haben Sie selbst geschrieben. Ja, behaupten Sie hier nicht, dass das Falsche vom Platz. Und der Punkt ist weiterhin, was hier auch schon genannt wurde von Frau Schimke, der ich ja sonst selten zustimme, dass wir da, wo wir Regelungen haben, in den Tarifverträgen beispielsweise, bei den Löhnen die Ost-West-Angleichung quasi schon vollzogen haben. Und da kann man natürlich jammern und schimpfen und sagen, die Tarifbindung in Ostdeutschland ist zu niedrig. Und genau das stimmt auch, sie ist zu niedrig. Und deswegen brauchen wir eine erleichterte allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Das wäre der richtige Weg. Und nicht irgendwie über die Rentenversicherung nachzutarocken. Ich bin dafür, wie Bodo Ramelow, dass man in den Aufholprozess, in den Aufbau investiert, anstatt Abstände rückwärtsgewandt zu subventionieren. Und ich glaube auch, nur so gewinnt man Wahlen in Ostdeutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus Kurt. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Ralf Kapschak.